Hallo zusammen und willkommen zu einer neuen Folge der Geschichten aus der Gruft. Heute Staffel 2, Folge 7, Opfer aus Liebe. Ja, Opfer aus Liebe, US-Erstausstrahlung war der 15. Mai 1990 und in Deutschland der 31. Oktober 1997. Ja, hier hat Regie geführt Richard Greenberg, der gar nichts anderes als Regie gemacht hat, außer The Process, der mir gar nichts sagt, oder Little Monsters, ja, den ich mir auch mal besorgen sollte. Der hat mir als Kind eigentlich ganz gut gefallen. Ja, dann haben wir hier als Darsteller Kim Delaney. Ja, sie hat mitgemacht bei Mission to Mars. Oder bei der Fernsehserie Army Wives, das sagt mir gar nichts, scheint aber recht groß zu sein. Und General Hospital. Danach haben wir hier Kevin Kilner, der hat mitgemacht in Chicks, Mission Erde, einer Serie. Oder Cinderella Story und zum Schluss Michael Ironside, ja, der hier auch erst eigentlich recht zum Schluss auftaucht. Der hat mitgemacht in Scanners, Total Recall, Starship Troopers oder Turbo Kid. Ja, der schon richtig geil ist. Ja, also allgemein Michael Ironside, guckt man doch gern, oder? Ja, um was geht es? Es geht hier um Jim. Jim Reed ist Versicherungsvertreter und ist da halt bei so einem Kelge, gell? Der, hat ein paar Häuser, hat einen Haufen Geld und möchte eben seine Lebensversicherung abschließen. Ja? Und die genaue Summe sind 10 Millionen, die er dann bekommen würde, oder seine Frau eben. Und ja, seine Frau möchte wissen, was ist da überhaupt Sache. Ja, sie kommt dann auch dazu bei dem Gespräch zwischen den beiden. Und ja, die Frau Gloria, sie kommt dann auch zu Jim Reed an sein Hausboot und will erstmal fragen, hey, hallo, was habt ihr denn da gestern besprochen, um was geht es da? Und er natürlich, ja, das verrate ich dir nicht, gell, da musst du schon lieb sein, ja, und sie war sehr, sehr lieb. Und dann haben die ein bisschen, ja, herumexperimentiert, ja, miteinander, möchte ich mal so sagen. Und ja, natürlich stellt sich dann heraus, ach, die lieben sich, ach, und was können wir denn da machen? Und er denkt sich, hey, ich regel das schon, ja. Also schmeißt er ihn vom Balkon, ja, damit er stirbt und seine Frau die 10 Millionen erbt. Ja, dann stellt sich heraus, oh, er hat noch gar nicht unterschrieben gehabt, die Papiere, was aber auch wieder gut ist für die Polizei, denn dann hat sie, ja, hat Gloria nämlich, ihr wisst, ja, da ist sie nicht verdächtig, ja, weil eben, ja, es geht hier nicht ums Geld, ja, sie hat kein Motiv, ja, das überhaupt zu tun. So, sie machen Pläne, ja, wie sie es in Zukunft machen sollen. Ach, wir treffen uns langsam und so weiter und so fort. Doch abends kommt Jasper dazu. Ja, Jasper klingelt. Jasper ist der Freund von Glorias ja, verstorbenem Mann, aber auch der Ex eigentlich von Gloria, aber auch der Chef von Jim, ja, also bup, 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 ja, und er sagt, ah, gucke mal, weil ich ja Gloria so, so geliebt habe, habe ich mir gegenüber eine Wohnung gemietet und mache dann ab und zu mal Fotos von der Gloria, und genau an dem Abend war ich auch da und habe einen Haufen Fotos gemacht. Jo, wenn ich jetzt zur Polizei gehen würde, wärt ihr dran. Und ja, somit, ja, was sagt Jim, was willst du, ja?
Ich möchte Gloria von abends bis morgens und du kriegst sie den Rest der Zeit. Und so kommt Gloria jeden Abend total verheult wieder. Und dann war so wirklich der Schluss da. Also sie können ja nichts machen. Ja? War der Schluss da, wo Gloria heimkam und gesagt hat, oh, ich musste einen Haufen Leute ansprechen, die dann beim Sex zwischen mir und Jasper zugucken wollen oder müssen. Ja, und das war total eklig. Und das war so der Schlussstrich, wo Jim sagt, es geht nicht mehr, ich kann nicht mehr, ich kann Gloria nicht mehr so sehen. Also geht er zu seinem Hausboot, schmeißt sich einen Haufen Schlaftabletten rein, schreibt einen Abschiedsbrief und möchte eben, dass sie frei lebt. Ja, das kriegt natürlich Gloria mit. Ja, geht noch mal hin und er, oh, ich habe hier Abschiedsbrief. Und sie sagt, ach, du armer Kelche. Und ja, er stirbt und sie verbrennt den Brief. Ja, denn in Wirklichkeit war das ein Plan zwischen Jasper und ihr, um ihn loszuwerden und so die Kohle, die dann doch irgendwie, ach, fragt mich nicht wie, ihr zusteht zu bekommen und damit die eben ein schönes Leben haben. Das war die Folge Opfer aus Liebe. Und ich muss sagen, ja, es war echt nicht meins. Ja. Michael Ironside sehe ich ja sehr gerne und war wieder super. Ja. Aber die Folge an sich, es war nicht meins. Ja. Es ist eher wie ein. Sagen wir mal so, meiner Meinung nach hat das nichts mit Geschichten aus der Gruft zu tun. Es war eher so ein bisschen Thriller-mäßig, ein bisschen eher Drama, ja. Das hat nichts mit Horror zu tun, also überhaupt nichts. In der Hinsicht, was es ist, ja, ist die Folge gut, ja. Also kann man sich gut angucken und sowas. Aber für mich, der jetzt gedacht hat, oh, jetzt haben wir hier so ein bisschen Horror-mäßig, ein bisschen. Wo bleibt hier der Horroranteil? Gar nicht vorhanden. Ja, also für eine Geschichten aus der Gruftfolge eigentlich gar nichts. Gell? Also ich. Nee, nee. Also für mich war es nichts, ja. Aber vielleicht sagt der ein oder andere da draußen, doch, doch, doch. Das ist richtig gut. Ja, dann schreibt es mir auf jeden Fall mal in die Kommentare. Und dann war es das auch schon wieder. Gell? Ich hoffe, die nächsten Folgen werden ein bisschen besser, aber wir werden sehen, gell? Ja, dann danke, dass ihr dabei wart und bis zum nächsten Mal, wenn es heißt Geschichten aus der Gruft. Also, tschüss, macht's gut, euer Timo. Das ganze Gehirn weggelutscht. Wenn du dich mit dem Teufel einlässt, verändert sich nicht der Teufel verändert dich. Ich bin ein Möter, halb Mensch, halb Köter. Wenn sich deine Schulter bewegt, dann sehe ich das. Ich komme wieder. Sardine? Ihr Bier jede Schweinebacke. Zu kämpfen mit dem Feind, ihn zu verfolgen und zu vernichten und sich zu erfreuen an dem Geschrei der Weiber.